Herzlich willkommen in unserem YouTube-Kanal. Heute sind wir beim Teil 3 unserer Helden in Motorradhosen. Ja, was will ich sagen? Ne? Ich finde es einfach cool, dass die so eine Tour machen und dass die Motorräder so rannehmen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das fast so eine Art Materialerprobungsfahrt wird. Ne? Metallerprobungsfahrt wollte ich sagen. Also bleibt dran, guckt euch das an. Es wird noch eine Steigerung geben im dritten Teil. Der zweite war schon lustig, der dritte wird noch besser. Schaut euch den bis zum Ende an. Es wird euch nicht langweilig. Ja, und da unten, da haben wir sie dann angeschoben auf der Straße. Deswegen habe ich ja vorher geguckt, weil wir wissen wollten, ob der Straße, ob das bergab geht oder bergauf. Weil je nachdem hätten wir sie dann oben rausgeschoben oder halt sind wir halt so, weil es bergab ging, halt durchgefahren. Und da haben wir dann, das ist auch lustig, da war rechts einfach dieses Haus auf dem Einfach so Felsen drauf. Da haben wir sie dann angeschoben, da ist sie dann wieder angegangen, ne? Ganz kurz, dann ist sie wieder ausgegangen. Wir haben die bis in die Stadt geschoben. Wunderschöne Landschaft. Es hat mal ganz oft, wenn man fortfährt, dass man einfach schöne Landschaften sieht. In Deutschland haben wir das auch. Ich weiß, aber das ist mal was anderes. Da habe ich sie geschoben und dann war da so ein Schild gewesen und der Vincent war vor uns. Und er hat es einfach nicht gecheckt, dass wir gerade das Moped schieben. Und dann mussten wir einfach an ihm vorbeischieben. Das kommt ja, also ich habe auch das Problem nicht verstanden, wieso ihr nicht einfach an mir vorbeischiebt. Ich meine, wo ist das Problem? Ja, du warst genau vor uns. Also das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Ich glaube, du hast da. Ja, du hast halt auch geschrien und geglaubt, dass ich das höre. Du hättest einfach rufen müssen. Hätte ich vielleicht verstanden, was du von mir willst. Da kommt die Stelle. Warte. Ah, doch, das ist gut. Ja. Okay, ich schneide die Hupe bitte raus. Weil ihr halt auch beide immer noch kein Intercom habt. Was vielleicht noch besser ist. Also, ich find's geil. Nein, also ich muss sagen, das ist ziemlich geil, weil ich nutze es nicht so, um die ganze Zeit zu labern, weil das will ja keiner hören, sondern einfach nur, ich höre damit Musik oder selbst wenn ich keine Musik höre, läuft es einfach mit oder ist an und wenn du einen Knopf drückst, dann kannst du reden und das ist halt für solche Situationen übelst geil oder wenn man tanken muss oder anhalten muss oder falscher Weg, wenn nur einer Navi hat. Ich habe das mit meinem Bruder, mit meinem Cousin jetzt gehabt, das war einfach mega geil und ohne, dass man die ganze Zeit labert, sondern einfach nur so punktuell mal zum... Weil die Verbindung ist eh ziemlich schlecht. Auch wenn du das Beste von den Dingern hast, diese Kilometerangaben, was sie da haben, das stimmt keinen Meter weit. Das ist nach 300 Metern ist fertig. Da ging es schon wieder mit dem Schrauben los. Ne? Braucht eigentlich keiner auf so einem Trip. So, Ende Tag 2. Jan baut sein Moped zusammen. Hier haben wir jetzt Pizza gegessen. Wir schauen jetzt mal schnell nach einem Schlafplatz, weil jetzt ist noch so ein bisschen hell. Und da schauen wir jetzt nach Velike Sablje. Soll ich navigieren? Ja, mach du mal, ich komme jetzt gar nicht klar. Okay, dann machen wir das so. Mal schauen, was wir da finden als Schlafplatz. Bis dann. Der Schlafplatz, der war echt idyllisch, ne? Also wunderschöner Schlafplatz im Freien. Bloß blöd, dass der Jan so richtig warm in Hausschuhen kuscheln dürfte. Tag 3, jetzt fahren wir gerade los. Wir haben gerade gepackt auf unser Zeug. Jetzt geht es zum Frühstück irgendwo und dann wieder auf die Pen. Wir haben im Weinberg gepennt. Es hat ein bisschen arg gewindet, aber wir hatten ja ein Dach über uns und der Schlafsack beide war. Thank you.
schon, glaube ich, der nächste Tag. Da hat so gestürmt, ja. Ja, und ich habe bei meinem Ziehpapa gelegen. Da war die Autobahn gesperrt, glaube ich. Da durften wir, glaube ich, auch gar kein Moped fahren. Da waren so Autobahnschilder, wo irgendwie stand... LKW und Moped verboten. Ja, da haben wir den Jan abgeholt, da hat er da in einer Garage oder in der Werkstatt übernachtet, wo der versucht hat, das Moped zu reparieren. Nee, ich habe auf dem Sofa geschlafen. Nee, der hat auf dem Sofa gepennt. Ah, bei seiner Ziehmutter. Der hatte Hausschuhe, Mann. Der hatte Hausschuhe. Wir haben oben in der Hütte von den Weinbauern gepennt, was auch geil war. Wir haben erstmal das Dach geflickt und dann haben wir da drin gepennt. Ja, und der Jan hat erstmal... Wir haben die Garage aufgemacht, ne, und der Jan guckt uns an mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Der sah aus, als hätte er eine Woche Urlaub gehabt. Ja, und mit Hausschuhen. Einfach mit Hausschuhen, Alter. Wo hat er die Hausschuhe? Das sah so entspannt und ausgeruht aus. Selbstverständlich. Also jetzt sind wir hier, wo der Jan repariert hat. Sein Motorrad. Der hat ihn hier komplett zerlegt. Und hier hast du auch heute Nacht gepennt, ne? Oben auf dem Sofa. Ja? Hat sogar eine Dusche. Okay. Und eine Toilette. Es ist schlecht. Wir haben komplett draußen gepennt, voll den Wind abbekommen. Ja, ich habe euch gestern das noch angeboten. Ja. Jeder so wie er es will. Eben. Gut. Pisst aber auch schon wieder. Ist das Sprit? Das ist Öl. Ja. Ist irgendwo um die. Chilling. Auch ein bisschen Öl. Ja, du. Es wird immer besser, Öl, ne? Öl kann man nachgeben, das ist nicht so schlimm. Wenn es tropft, ist noch was drin, ne? Ja. Okay, also was ist jetzt dein mein Plan? Plan. Gucken, dass das Ding läuft. Ja. Wenn wir das jetzt nicht hinbekommen, er muss später auf die Arbeit. Ja. Dann irgendwie Werkstatt. Werkstatt. Ja, und Teile kriegt man nicht. Teile kriegt man nicht, glaube ich nicht. Also ich kenne nur einen in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es halt hier ausschaut. Ja, aber die Dinger müssen doch fahren, oder? Hm? Das wird doch bestimmt auch öfters verbaut irgendwo. Also die Vergaser an sich. Was sind die hier? Hier oben. Das ist geil, ne? Wurde einfach adoptiert über Nacht. Ohne Scheiß. Das sieht so erholt aus. Geil. Ohne Witz. Die war schon. Jo, es war echt nicht geil, muss ich sagen. Aber es war halt schon, ich hab zeitweise gedacht, jetzt kostet es die Hütte. Ja, genau. Und die war richtig, richtig im Berg gebaut. Sie war nass. Von hinten war die ist bis zur Hälfte hoch gewesen mit Erde. Ja. Da hinten hat Janus gemeint, ich hab da. Also, wir bauen jetzt quasi hier mal zusammen. Ja. Und dann geht's weiter. Ja, der hat schon gemeint, 100, über 100 km/h. Teilweise kam die Böen halt schon richtig heftig an. Ja. Da hat den Baum hat man immer gesehen. Also, Update jetzt, haben wir ja gerade schon gefilmt, aber jetzt packen wir nochmal zusammen hier, Handschuhe wieder an. Wird jetzt zusammengebaut wieder. Machen wir heute die 10 km voll, oder? Ja, gerade so, ne? Ja. Echt, also ich will heute bitte noch dieses Stück da hochfahren. Das schippern wir noch durchs Gelände schön. Ja. Können wir ausgaben. Genau. Jetzt wollen wir zur Post, bringen das Paket weg. Geht back home. Yes, auf geht's. Ja, wir haben nur noch bei der Oma gegessen, ne? Stimmt, wir haben da noch gegessen danach, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was da gab. So eine Suppe, glaub. Fleisch, ganz viel Fleisch. Ich weiß das gar nicht mehr. Es gab da irgendwie mehrere Gänge, glaube ich, oder? Ja. Ja. Ja, das war eigentlich auch, also das fand ich ist eigentlich schon wieder so ein Punkt gewesen, was halt zeigt, wie die Leute da drauf sind, ne? Die nehmen da einfach Wildfremde auf und helfen da weiter, ne? Das ist überhaupt kein wieder normal. Hallo! Bei der Poststation, wo wir dann die 20 Kilo heimgeschickt haben. Und da ging es dann los, richtig TED, sag ich mal, also wirklich mehr Offroad-Anteil. Und der Jan ist da, glaube ich, Straße gefahren, weil er keinen Bock hat. Jetzt habt ihr mal richtige Strecke zum Angasen. Und das ist genau das Gefährliche. Man sieht nie, wie tief die Löcher sind. Und wenn man das so richtig reinpfeffert, kann es auch mal Wasserschlag geben, Motor aus oder es haut einen voll auf die Fresse. Also immer aufpassen bei solchen Wegen. Bei den Gleisern gab es so wie so Unterführung und da waren so diese Löcher. Das war gefährlich. Aber das war dann richtig wild. Thank you.
Herrlich. Sehr gut. Och nee. Och nee. Hier war der Stein in der Pfütze. Ja. Hier, jetzt bumm. Scheiße. Da ist ja übel der Stein drin. Irgendwie habe ich den Vincent in dem Loch stehen sehen und habe mir gedacht, ob der Johannes das nicht noch besser kann. Guck mal rein. Ist einfach nur so langsam durchgefahren. Aber da bin ich halt voll gegen den Stein und dann hat es mir das Vorderrad weg. Und ja, ich glaube, da hat deine Kurbelwelle das erste Mal Dreck gefressen. Also wenn es so weitergeht, schaffen wir das. Das ganze Moped hat da richtig gelitten, ey. Aber ich auch. Ich meine, das ist eigentlich kein Terrain, wo man Moped fährt. Doch, schon eigentlich. Vor allem, wenn man irgendwie... ja, schon, aber eigentlich auch nicht. Ne? Ja, es war schon grenzwertig, gerade mit den dicken Dingern. Also da war es so heftig matschig. Also da war ich mich froh mit Reifen. Ich glaube, mit allem anderen, also mit so einem Mischreifen, mit weniger Aufwandanteil, keine Chance. Das war so ein Schlamm und Matsch. Es waren ja selbst die waren ja zu, ne? Danach ja auch die Stücke da, das war so matschig, das hat so viel geregnet einfach. Das war wirklich, das hatte halt, wir sind ja da gefahren und hatten eigentlich nur Regen, aber davor die Wochen hat es auch nur geregnet da, also es war alles aufgeweicht im Wald auch. War schon wild. Ja. Aber also der Reifen, ohne den Reifen wäre da glaube ich auch irgendwann Schluss gewesen, auch gerade Vorderreifen. Da waren übelst viele auch so rutschige Steine, das war mega gefährlich halt, aber also, wir haben es trotzdem irgendwie einfach dadurch. So 3 Meter Tett gefahren. Alles kaputt. Richtig gut. Das war schon cool. Und das war, glaube ich, Kroatien, ne? Ne, Slowenien. Das war noch Slowenien, ja. Ah ja. Genau, da haben wir geschaut, ob wir da oben lang fahren. Ja, da war noch ein Sturm von der Nacht. Also das hat ja so gewindet gehabt, da, als wir da auch übernachtet haben. Und da war halt im Wald, hat man überall gesehen, Bäume auch auf dem Weg und so. Es hat wirklich wild gestürmt dort. Stimmt. Ja, es schaut einfach geil aus, wenn da so 2 BMWs rumstehen, ne? Und es hat dann auch wieder richtig angefangen zu pissen, man sieht es gar nicht auf der Kamera. Man hat es gerade vorhin gesehen an meiner Jacke, normalerweise perlt da der Regen eigentlich ab, das Ding ist schon komplett voll gesogen mit Wasser, weil es einfach so gepisst hat die ganze Zeit. Man hört es auch auf dem Ton. Ja, ist abartig. Das war alles was. Es war nur nervig einfach. Wollen wir kurz schauen? Alter, ist das rutschig. Also hier liegen noch ein paar Bäume. Es wäre ein bisschen scheiße, weil die nass sind. Es ist so geil. Alles voller Matsch und Dreck. Richtig geil. Warte, ich komm. Mach den Gang rein, schmier einfach den Berg runter. Alter. So müsstest du doch stehen bleiben, oder? Nee. Nee, fahr noch vor bis an den Knopf. Noch ein Stück. Ja. Und jetzt auf dem Ständer. Ist zu lang, weißt du? Jo, passt, oder? Also hier sieht man noch ein paar Spuren, gell? Hoffentlich habt ihr da Kakamelspuren gesehen. Ich weiß ja nicht, wo ihr gerade seid, ne? Aber so nach Motorradspuren sieht es gar nicht aus. Ja gut, und dann sind wir weitergefahren. Da ging es dann irgendwie wieder, ne? Ja. Es war teilweise, da wo viel Erde war, war es halt wirklich echt anspruchsvoll. Und da war es ein bisschen trockener, so kiesiger, da ging es dann. Das hat auch richtig Bock gemacht.
Ja, da sind wir einfach mal durch den Hinterhof gefahren, da geht der Weg einfach vorbei, war richtig geil. Kurz bei denen durch den Vorgarten. Der Vincent fährt jetzt hier gleich mal hoch und das filmen wir dann. Und ist ziemlich lustig. Hast du Bock? Ich hab Bock, aber ich hab auch Schiss. Es ist richtig steil. Es ist richtig steinig. Es ist perfekt nass. Ja, Mann. Es könnte nicht besser laufen. Ja. Aber wir sind ja vorbereitet, ne? Ja, wir müssen auch mal zeigen, wie du auf. Nee, du fährst jetzt einfach hoch. Ich fahr einfach hoch. Fällst du jetzt nicht hin? Nee, ich fahr da nicht. Ich bin schon auf genug hin. Genau, da kommt die Brücke. Ja. Oder da muss man dazu sagen, da bist du natürlich als erster hochgefahren. Da haben wir erst analysiert, wie man da hochkommt. Ja. Dann hat man beide Schiss. Ja, ich hatte wirklich Angst, weil das war wirklich scheiße. Ich das auch. War sehr steil, sehr steinig. Wenn und du was. Da wehtust. Und der Plan war eigentlich durchfahren in einem, weil es halt einfach so, man sieht es, das war so ein lehmiger Boden, man hätte da halt nicht anfahren können eigentlich. So, sieht man. Da. Aber man sieht nicht, wie steil das ist. Ja. Man sieht nicht, wie steil das ist. Es war viel steiler, das war. Echt, ja. Und mein Moped steht jetzt schon oben, weil ich bin hochgefahren, ich habe es zum Glück geschafft in einem Zug. Hab's oben mal geparkt und dann haben wir deine zwei dann versucht und eigentlich hätten wir da zurück müssen und dann nochmal ein Versuch für dich, weil ab da wurde es halt nur Quälerei. So ja, einfach ja. Zu steil. Geht das irgendwo? Ja, das ist gut. Komm. Ja. Ja. Okay. Ja. Genau. Achtung, da ist ein Stein. Gib mal Gas jetzt und rutsch an. Ja. Und jetzt im Hinterrad. Bis da in das letzte Loch. Hast du genug Schwung? Brauchst du noch Schub? Ja. Rechts oder links? Links raus. Ganz viel easier auch für die Kurve oben. Und fahr noch ein Stück zurück, da hast du viel mehr Schwung dran. Ja. Noch ein Stück. Ja, so bis hier, glaube ich. Einfach gucken, dass du links hochkommst und dann kannst du, da kannst du auch richtig Stoff geben, oder? Okay. Fuck. Jesus. Ist ein Boxer aufgesessen. Jetzt wird's ein bisschen mehr so eine Zerstörungsfahrt, oder? Ah, eins, zwei, drei. Ja. Ja. Der Handguard ist weg, ey. So. Junge, Junge. Und die Blinker auch. Alles. Hornmaske. Hä? Du bist hier links am Stein, komm im Boxer. Ja, da kannst du es irgendwie halten. Schwabbel? Ja. So, hab's. Ah, Alter, guck mal. Ist eine Sturzbügel hängen geblieben. Alter. An der Wand? Jo. Du hast mir irgendwie gesagt, ey, halt dich links und so. Und das habe ich mir zu gut gesagt. Ich habe einfach zu arg auf dich gehört. Und da mal kurz weggezogen. Ich glaube, das Problem ist halt auch, also ich habe keine Sturzbügel dran, ne? Also das sind schon ein paar Zentimeter. Und ich bin auch da links gefahren, aber da sind Steine unter dem. Also man sieht es gleich. Jetzt, bumm, da ist er links vom Zylinder an den Stein gekommen. Und da bin ich vorbeigekommen. Ja. So geil! Ja, Mann! Wenn du es raus hast mit dem nicht zu viel Gas, ne? Ja, das ist aber, ey, meine Arme. Ich komme mich gerade kaum erhalten davon. Ich habe gerade überlegt, loszulassen. Ich kann nicht auf mehr. Echt? Muss ich teilweise. Ah. Höre ich den Johannes gerade weinen? Ich weiß nicht. Du musst halt viel mehr, du musst in diese Pro reinkommen. Genau. Und nicht zu viel Gas und hau dir ab und dann fliegst du irgendwo. Und so viel Gepäck, Alter, du musst. Ah, meine Gabel gehört einfach ein Stück runter. Das müssen wir heute Abend unbedingt machen. Geil. Aber sonst richtig Porno, Alter. Richtig Porno. Richtiger Tropenwald-Feeling hier. Es war echt anstrengend, vor allem es war halt wirklich da auch schon alles nass und
matschig und rutschig und das ging dann auch danach eigentlich, ging es nur noch, ich weiß noch, so viele Stücke, so wie da jetzt, ja, das Stück, so, wo du um die Kurve den Schwung nehmen, ja, genau, musstest, weil du einfach sonst, wenn du da stehst, kommst du nicht, ja, weiter. Es geht so steil hoch und du kriegst da mit den schweren Eimern einfach die Kraft, ja, auf den Boden. Also die Stücke waren richtig geil, das hat das richtig Bock gemacht, aber war teilweise wirklich auch, wenn es ein bisschen steiler gewesen wäre, noch wäre halt fertig gewesen so. Diese Matsche war halt einfach, ja, aber es ist so geil, wie die da hochmarschiert ist, ich habe einfach das nicht glauben können. War echt immer ein bisschen geflasht. Auch da auf deinem Navi sieht man die Serpentinen, die wir da hoch sind. Das war einfach richtig. Das hat so, also ich bin echt froh, dass wir durchgezogen haben und nicht aufgehört haben am Anfang. Weil der weitere Verlauf von dem Weg, der war so elendig geil. Das hat so Bock gemacht. Aber es war halt auch der Anfang, ne, der Einstieg schon. Die ersten 100 Meter, sag ich mal, waren schon so anstrengend. Es war halt alles in den Knochen. Also meine Arme waren schon komplett tot. Ich meine, ich habe jetzt nicht so die Technik. Und davor, sag ich mal, bin ich auch nicht so viel gefahren. Also das war jetzt einfach so ins kalte Wasser. Ich war halt komplett am Arsch, aber trotzdem, es ging die ganze Zeit weiter. Ja, dafür sind wir, ich meine, wir sind den ganzen Tag, genau, durchgefahren, aber dafür, dass wir beide nicht so die erfahrensten waren, sind wir da echt gut durchgekommen. Auf jeden Fall, ja. Aber es war halt einfach todesanstrengend. Und an solchen Stellen, wo man halt weiß, wenn man anhält, ist fertig, muss man dann, genau, mein Herz jetzt. Ja. Ich bin fast verreckt, es war einfach so anstrengend. Du konntest nicht aufhören, aber ich hatte immer noch keine Kraft. Das war echt, war heftig, aber war richtig geil. Fahr durch! Schaut echt kriminell aus, ey. Der ganze Boden einfach. Der hat einfach einen Fisch, Mann. Alter! Einen guten. Das war auf dem Dach mit einem Fisch. Ja, Mann. Boah, weiß ich nicht. Alter, die schluckt den einfach. Ne, kriegst du nicht hin. Mhm. Was wird man machen, wenn es da kein Dach gibt? Oh, jetzt kommt die. Alter! Fenster, Schlägerei. Ja. Weg ist nix. Ein Schluck sprich. Du musst dich jetzt bleiben, weil der Kollege fängt. Mhm. Alter, Fenster. So, kleines Update. Motor, Ventildeckel ist gefixt. Sieht aus wie neu.
Ja. Ich hatte es da hingelegt in der Kurve auf dem Asphalt. Und ich habe da den Ventildeckel durchgescheuert. Aber mit zwei Komponenten Alu wieder gefixt. War kein Problem. Genau, wir fahren jetzt los Richtung TED. Ein bisschen Straße. So eine knappe Stunde. Und dann gehen wir richtig steil, ne? Das ist hier die Toolbox meines Vertrauens mit dem Code Johannes5. Müsst ihr 5% mehr bezahlen? Aber ihr müsst Vincent fragen, ob er sie ausleihen kann. Genau. Wir müssen schauen, dass die Kennzeichen ungefähr diese Status beibehalten. Färbung. Unkenntlichkeit. Das ist wichtig, dass wir hier beim durch die Ortschaften knallen mit 120 nicht erwischt werden, ne? Dein Zollstock, den hat der, oder? Den habe ich ja wieder reingesteckt. Ah, perfekt. Wie ist bei dir so die Lage? Optimal. Okay. Ob er läuft so einigermaßen. Ich fahre jetzt gleich zu den Wasserfällen mal, schauen wir das mal so an. Meinst du, da fällt Wasser? Ja, weiß ich nicht. Could be possible. Meistens naja. Sogar von oben nach unten. Soll ich mal dein Handy anschauen mit dem Upload-Gedöns? Was? Nein, das machen wir nicht jetzt. Das war echt knapp bei dir. Und wir sind wirklich zügig gefahren und mussten gucken, dass wir hierher kommen. Ja gut, der war da daheim, ja. Der Mann, ne? Das hast du gemerkt. Da hätte auch keiner entgegenkommen dürfen. Der ist da. Nee, wäre schwierig gewesen. Und das war dann der Einstieg in die... Kroatien. Servus, also Ted Einstieg Kroatien, erster Teil. Es geht gleich asozial los, hier hoch, weil die Schranke ist zu. Ey, sollen wir das Video mal dem Afrika-Twin-Fahrer schicken? Ich hab vergessen, wie heißt die. Jan? Nee, nicht Jan, weißt du? Die haben doch da, als das Video gesehen von denen, da haben sie umgedreht. Ja. Ach was? Also so weit habe ich nicht geschaut. Das war so funny, weil er so, ja, no risk, no fun und fährt mit seinem Afrika-Twin hoch, bleibt da hängen, wo du hängen geblieben bist. Und dann, ja, nee, komm, wir müssen es auch nicht übertreiben. Wir sind dann zurückgefahren. Ja. Hardcore rutschig hier, aber super! Johannes macht den Anfang, weil den muss man meistens aufsammeln. Ja, hier außen bleiben im Vorderrad! Aber er hat Angst, man sieht's, er hat Angst. Er überlegt sich doch woanders anzufahren. Ich bin gespannt, was da jetzt rauskommt. Ne? Warten wir's mal ab. Ne? Nee, ganz vergessen, zurück! Schmierig hier, ne? Was für eine Quälerei. Übel, übel, übel. Ja. Und 1, 2, 3. Ja, da bist jetzt du da. Okay. Was eine Verwüstung hier. Kann nicht mehr. Kann nicht mehr. Kein Meter gefahren. Schon am Arsch. Einfach Speed. Meine guck dir schön ihn.
Warte jetzt, ah, jetzt habe ich sie. Einfach. Ich bin jetzt eigentlich genauso gespannt, wie es weitergeht. Ich habe die nächsten Teile noch nicht angeschaut. Die sind gerade noch im YouTube-Studio. Werde mich gleich hinsetzen, weiterschauen und dann gibt es ein paar Kommentare. Danke euch fürs Zuschauen. Bleibt unserem Kanal treu. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD Sports. Ciao.